Moment, was? Oh, merkwürdig. Vorher sah ich des Reichen Reichtümer fressen, und der Tod stand vor der Tür. Und doch kam er zur Ruhe, denn Leben ist besser, auch Leben in Armut. Ich stieß auf diese uralten Pfähle, mit Thea-Heim mein heiliges Zeichen zu setzen und den Ursprung ihrer Macht zu finden. Da ich bete, schickt der Herr die Stimme des Heiligen Geistes durch mich. Sie heilt mit dem Glanz uralter Zungen wieder und ich werde erneuert. Waren es die Nephilim, die diese Hölzer herbeitrugen? Ein Schutzwall gegen Eindringlinge. Bitte, o Herr, lasse die Wahrheit auf mich scheinen, so hell wie dein Wort es vermag. Merkwürdige Kräfte durchfließen diesen Ort. Ich komm ja schon. Guck, selbstgemacht. Mein bisher größtes Steinmännchen. Ah ja, deine Mutter sagte, du hättest das Steineschichten schnell gelernt. Sehr beeindruckend. Und es widersteht sogar dem wildesten Wind. Sieh her! Ein Sturm, der Njörds lärmenden Rülpsern den Rang abläuft. Ausgezeichnet, Eivor. Doch du musst wissen, die Schönheit eines Steinmännchens liegt nicht nur in seiner Größe. Form, Gleichgewicht, Ausdruck bringen das alles in Einklang. Dein einziges Ziel in dieser Aufgabe sollte sein, dein bestes Werk zu übertreffen.
Mir wurden einige Münzen gestohlen. Grüne Fußspuren. Könnte ein Kind sein. Was ist das? In diesen Wäldern geht etwas Seltsames vor sich. Rückzug. Spiel mit uns. Komm mit ins Land von St. Martin. Es hüllt sich in ewiges Zwielicht. Hier wohnt ihr? Wo sind eure Eltern? Fragen über Fragen. Die können warten. Gehen wir erstmal hoch. In St. Martins Land, müde Reisende. Ich dachte, wir wären entkommen. Eure Hände und Füße sind flink, Kinder. Doch ihr seid nicht verstohlen genug. Oh, das war knapp. Wir geben zurück, was wir dir abgenommen haben. Doch erst musst du unsere Geschichte anhören. Einst, vor langer, langer Zeit, in einem fernen Land, gab es eine Schwester. Und einen Bruder. Das wollte ich gerade sagen. Aber ja, und einen Bruder. Sie lebten froh und zufrieden in St. Martins Land. Ganz alleine, mit köstlichen Bohnen. So viele Bohnen und Kuchen! Aber jetzt ist das Leben schwerer. Es gibt keine Bohnen mehr und kein Kuchen. Und wir müssen nehmen, was nicht uns gehört. Wir sind nicht böse, nur hungrig. Entschuldige, Langbein. Überleben zu wollen ist keine Schande. Und für die eigene Familie soll man alles geben. Du bist weise, Langbein. Hier, nehmt mein Silber. Das hättet ihr ohnehin getan. Aber kauft, was ihr braucht. Stehlt nur, wenn es wirklich sein muss. Danke. Aber ich glaube nicht, dass wir das verdient haben. Ihr habt auch nicht verdient, so zu leben. Gebt euer Silber mit Bedacht aus. Hier, Langbein. Eine Halskette? Ja, das ist das St. Martin-Siegel. Du bist jederzeit willkommen, Langbein. Du bist eine von uns. Besuch uns mal, ja? Das werde ich. Passt auf euch auf, ihr grünen Kurzbeine. Tarfas perler i alpani. Mik fise til dess at nema at gjere deg. Fort mindigeras eftor of sidir vegi jormungam. Danke, dass du mit uns gespielt hast, Langbein. Es wäre schön, etwas Kuchen zu haben, Schwester. Svawat kem ro for traum, eðar dat landet må kenna. Na, wenn das mal nicht Eivor vom Rabenclan ist. Woher kennst du mich? Leute reden. Über Eivor die Dänen, da hörte ich viel. Sie sei feige, ein Hund und ein Aas. Du kannst sicher sehr gut mit der Axt um dich hauen. Aber sprechen wohl nicht. Ich vergaß. Du wirst dich noch wundern. Lass uns streiten. Oh, ich will deinen Einsatz sehen. Hier ist mein Silber. Fang an. Man sagt, Eivor ist langsam und stumpf wie ein Troll. Die du sprichst, sind wohl närrisch und hegen einen Groll. Sieh an. Nicht schlecht. Man sagt, du bist feige und scheust jede Schlacht. Wer das sagt, spricht nur Lügen. Ich strotze vor Macht. Spannend. Sehr spannend. Ich hab Stimmen gehört, du wärst einfach beschränkt. Ich bin einfach zu klug, deshalb sind sie gekränkt. Da hattest du doch nur Glück. Sowas, welch eine Überraschung.
Eivor vom Rabenclan ist ein echtes Redetalent. Glaub nicht jedes Wort. Es sei denn, mein Spottstreiten wird gelobt. Das entspricht immer der Wahrheit. Nimm diese Münze. Fortan werde ich nur noch Gutes über dich zu berichten wissen. Du bist ja eine schöne Katze. Hallo, Freund der Freya. Was ist los? Hey, Nali! Komm zurück, du Schlingel! Hier, Kleiner. Hab dich, du Mäusebeißer. Sich nicht anfassen lassen, seit die alte Kat tot ist. Aber dich scheint er zu mögen. Willst du mit zu mir an Bord, Nali? Du wärst ein guter Krieger, glaube ich. Jedes Langschiff braucht eine kühne Katze. Sie bringt Glück und frisst die Ratten. Dann habe ich wohl ein neues Besatzungsmitglied. Verstecken und jagen, macht euch bereit. Kommt schon, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Verstecken und jagen ist ein echtes Kriegerspiel. Gut, dass ihr es spielt. Spiel doch mit! Die hier sind leicht. Los, versteck dich mit den anderen. Alle verstecken sich, während ich zähle. Und wenn ich fertig bin, suche ich euch. Los, versteckt euch, aber bleibt im Dorf. Außerhalb vom Dorf gilt nicht. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Versteckt oder nicht, ich komme. Ich komme näher. Komm raus, Riese, du hast gewonnen. Riese
der nie gesehen ward. Lebt wohl, Kinder. Spielt schön und haltet euch warm. Ein Kriegerspiel. In diesen Zeiten müssen selbst Kinder vor zweibeinigen Wölfen fliehen. Oh Herr, vergib diesen Männern ihre Sünden nicht. Schicke sie in die gleiche Hölle, die sie über unser Land brachten. Wenn ihr Blut sie nicht... Das ist kein Ort für dich, Heiden. Geh, bevor der Zorn des Vaters dich trifft. Hast du diese Männer getötet? Sie haben sich selbst getötet, als sie diesen heiligen Boden schändeten. Gott erzählte mir alles. Dann befahl er mir, sie zu züchtigen. Und über dich hat er mir auch viel erzählt. Nun stirbst du. Das überlebst du nicht. Halt ein, Sechsin. Ich will dir nichts tun. Ich warnte dich, du solltest gehen. Nun lenkt Gott meine Hand. Niederstrecken! Wiederhole es. Was hat dein Gott über mich gesagt? Mein Gott nennt dich den Teufel mit den Krähenaugen. Und er sendet seine Engel, um dich zu finden und zu töten. Und dann werden sie dich in den Höllenschlund werfen. Dämon. Ich muss die Wuffingers davon unterrichten, dass er unter ihnen lebt. Durch die Spuren der Nephilim, der riesigen Krieger, die in alten Zeiten für den Herrn kämpfen. Sie haben uns seine Gegenwart auf Erden hinterlassen, damit wir sein Licht empfangen können. Das Licht der Engel, das aller Welt eingegossen wurde. Ich spüre seine Macht. Er bedeutet mir seine Liebe und beruhigt mich. Ich erwidere sie mit meinem Glauben, meiner Frömmigkeit und werde eine seiner Stimmen. Ich spüre eine Macht. Unsichtbar. Ich kann nicht mal weinen. Was haben die Nornir mir für ein Los ersponnen? Warum fluchst du, Wikinger? Das hier ist die Asche der letzten Männer meiner Mannschaft. Sie sind alle gefallen. Ein schwerer Verlust. Das ist noch nicht alles. Gerade erst erreichte mich Kunde aus Nordwege. Meine Familie wurde von der Seuche dahingerafft. Allesamt. Wikinger. Meine Frau... Meine Kinder, alle, die mir lieb sind.
das ist zu viel. Du musst deinen Verlust betrauern, guter Freund. Ich kann nicht weinen. Als Plünderer habe ich es mir verboten. Kannst du mir vielleicht erlauben zu weinen? Was meinst du damit? Du bist auch Wikingerin. Wenn du mir die Erlaubnis gäbest, könnte ich die Erde mit einem Tränensturm wässern, um den Schmerz zu lindern. Betrachte mich als deine Anführerin. Und als solche befehle ich dir, weine, Wikinger, weine. Das hilft nicht. Ich kann nicht. Es geht nicht. Oh Götter. Weine, mein Freund. Ich lasse dich in Frieden. Seherin, bitte! Ohne den Blutmet werden wir sterben! Was ist los, gute Frau? Warum antwortet die Seherin dir nicht? Ich weiß es nicht, aber ohne ihre Tränke ist meine Familie verloren. Schmetterlinge. Jemand hat viel Blut verloren. Ich ertrage den Schmerz mit Würde, Freya. Aber bitte, gib mir ein Zeichen. Ich muss dir danken. Das war sehr freundlich. Deine Wunden sind tief. Solltest du nicht im Bett ruhen? Ich trage dich nach Hause. Es ist keine Wunde. Doch das Blut ist meins. Ich habe Freyas Segenstrank gebraut. Für Wachstum auf den Feldern. Blutmet. Gut, du kennst es also. Aus meinem Schmerz entsteht Leben. Oh, bitte, hilf mir zu der Lichtung. Das Feld braucht den Blutmet. Da ist eine Bäuerin an deinem Haus, die ihn auch braucht. Sie erwartet sehnlichst deine Rückkehr. Oh nein, aber meine Felder. Wenn ich scheitere, ist die Ernte dahin. Bitte, bring mich zum nächsten Blutstein. Seherin. Der Schmerz ist schlimm. Doch ich muss das Ritual beenden. Ich könnte sie zum nächsten Blutstein bringen, um das Ritual zu beenden. Oder ich könnte sie zum Haus zurückbringen, wo die Bäuerin wartet. Wir sind da. Bist du stark genug, das Ritual zu beenden? Das bin ich. Aber erst muss ich ruhen. Dann werde ich singen und den Blutmet säen. Das muss ich alleine tun. Ich verstehe. Was kann ich sonst noch tun? Du hast genug getan und dafür danke ich dir. Aber kehre in ein paar Tagen zurück, um die reifenden Felder zu sehen. Das werde ich. Leb wohl, Seherin. Mögen die Götter über dich wachen. Leb wohl. Ich bin König Eckwald, Herrscher und Beschützer dieser grünen Lande. Das ist ein Königreich, sagst du? In der Tat, Nordsächse. Und ich bin sein erster König, Eckwald.
und als sein Oberhaupt suche ich nach Verbündeten, um stärker zu werden. Königreich, diese Insel hier. Ja, von Küste zu Küste. Meine Brüder und ich sind vor ein paar Monaten auf dieses herrenlose Land gestoßen, das unserem Ehrgeiz angemessen erschien. Leider sind meine Brüder kurz darauf bei einem furchtbaren Sturm versunken, samt unserer Reichtümer. Zu ihnen gehörte ein Armreif. Ich biete dir im Austausch gegen diesen Armreif meine Treue an. Finde den Reif im Wrack und du kannst deinen König deinen Freund nennen. Ein guter Armreif kann so wichtig sein wie Blut im Herzen. Wenn ich ihn finde, sag ich Bescheid. Ich habe dein Armreif gefunden, im Wrack deines Schiffs. Bei allem, was groß ist, ich kann meinen Augen und Ohren kaum trauen. Jetzt stehst du im Bund mit dem Königreich Nordsechse. Kann er mal sehen. Deine Vergangenheit wirft Zweifel auf. Ich kann niemandem trauen, der seine Brüder so verdächtig leicht verloren hat. Was ist wirklich geschehen? Gar nichts. Der Armreif gehört mir. Mir allein. Dieses Königreich sollte eines der größten von Englerland werden. Der Glanz des Rings hat dich verblendet. Du bist tot. Jetzt blende ich dich mit Blut, Thronräuber. Du hast ein heiliges Bündnis mit den größten aller Königreiche gebrochen. Ohne mich gäb's keine Gerste. Ich baute den Speicher und sorge für den Verkauf. Hättest du das sagen, würde all die Gerste verrotten. Speik keine Jauche. Wir wissen beide, dass du neidisch bist. Du benutzt den Speicher, um den Gewinn zu horten. Dass ich nicht lache. Neidisch worauf? Dich und deine Bauernfreunde? Ich nehme meinen gerechten Anteil, du dein. Fertig. Die Gerste in diesem Speicher wurde mit meinem Schweiß und Blut gewässert. Ja, und du bekommst deinen Anteil Silber, wenn ich sie verkaufe. Aber du behältst den Großteil. Du teilst 5 Teile für dich, einen für mich. Ich habe es mir verdient. Der Verkauf kam nur durch mich zustande. Ich kümmere mich um die Steuern. Ich habe endlos verhandelt. Du da, Däne, wer verdient mehr? Der die Gerste anbaut oder der sie letztlich verkauft? Wer die Samen sät, verdient das Lob und einen größeren Anteil am Silber. Die Dänin redet doch Unfug. Nein, nein, ich weiß Fremde zu schätzen, die ein Unrecht erkennen. Für meine harte Arbeit sollte mehr Silber meinen Beutel füllen. Ich werde dich mein berühmtes Ale aus meiner berühmten Gerste kosten lassen. Sebi Suff nennen sie es. Echt wahr? Wenn sich diese Dänen hier irgendwie. Das Verhältnis dieser zwei Brüder ist angespannt. Ich wünschte, unsere Eltern würden sich wie früher vertragen. Bevor es den Speicher gab. Als wir alle die Gerste teilten. Es ist doch albern zu streiten, wer mehr bekommt. Wir haben genug. Die kläffen sich an wie Hunde, die vergessen haben, warum sie überhaupt bellen. Sie zanken sich ständig. Ich erinnere mich, wie die Gerste uns einst Freude brachte. Wir priesen sie, rochen an ihr, rieben sie uns auf die Bäuche. Grüße, guter Bauer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so wütend. Atme tief durch, trink etwas Ale und genieß die Früchte deiner Arbeit. Kein Silber ist eine zerbrochene Freundschaft wert. Ich fürchte, das ist unmöglich. Wenn mein Blut kocht, muss die Welt es erfahren. In meiner Heimat gibt es nur eine ehrbare Lösung. Ein Holmgang. Du hast recht. Scheiß auf ihn. Ich dresch auf ihn ein. Zeig ihm, wozu Bauernhände gut sind. Pisser. Was ist aus uns geworden? Ich stehle dir deinen Gewinn? Du
stiehlst mir die Würde! Wenn ich mit Fäusten sprechen muss, werde ich das tun! Oh ja! Steh mir bei, Herr! Keinen anderen Weg. Ach du meine Güte! Der Hof in Flammen! Meine Gerste! Ich rieche, wie sie verbrennt! Oh Gott! Fort mit alledem! Es hat uns nur auseinandergerissen! Guter Gott! Es hat Feuer gefangen! Es stimmt, dass wir einst glücklich waren. Vielleicht können wir neu beginnen. Kinder, war eure Familie schon immer so streitsüchtig? Ja, schon. Aber hoffentlich ändert sich das jetzt. Auch wenn der Weg dorthin recht drastisch war. Danke.